Guten Morgen, Leute. Heute gibt es wieder Börse live und völlig ungefiltert. Es gibt den charttechnischen Blick auf die Märkte. Warum rein charttechnisch? Naja, weil es die Wahrheit ist, weil es das widerspiegelt, was momentan tatsächlich am Markt passiert. Die Käufer, die Verkäufer, Emotionen, Angst, Gier werden eingefangen und genau das werden wir aus charttechnischer Sicht, beziehungsweise so werden wir die Märkte aus charttechnischer Sicht beurteilen, denn was wollen wir mit, ich sag mal, mit Geldanlage, mit Trading erreichen? Wir wollen Geld verdienen und deshalb sollte man der charttechnischen Analyse keinesfalls den Rücken kehren. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne wieder hier im Post stellen und dann werde ich sie durchgehen. Es wurden schon einige Fragen gestellt und da gucke ich, ich lese mal gerade vor, was auf dem Plan steht. Kleine Sekunde, da haben wir zum einen haben wir chinesische Aktien. So. Jetzt muss ich gerade mal gucken, Mensch, wo habe ich denn den Zettel hingepackt? Das papierlose Büro. So, jetzt also, wir gucken uns zuerst China-Aktien an. Alibaba, Tencent, JD, dann Newmont Mining, dann gucken wir uns ein paar Ölaktien an. Equinor, Shell, Occidental Petroleum, Daimler, BMW, Renault, Porsche, VW, Alfen Sartorius, Uranium, Royalty, PayPal, Bitcoin, Gold, Silber, Logitech, Steinhoff, Spotify, Hamburger Hafen, Arubis, Varta, Siltronic, Beiersdorf, Verizon. Es geht um die Frage, wie lege ich denn aktuell Geld an, beziehungsweise was mache ich, wenn ich einen Haufen Geld zur Verfügung habe und den im Markt parken muss am Allzeithoch. Gar nicht so einfach. Chamber Energy, dann gucken wir uns noch an. DAX 30 auf DAX 40, was passiert da? Und ich stelle meinen Bildschirm um und dann starten wir direkt. Und eine Sache noch, wenn euch dieses Format gefällt, gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn ich eine eurer Aktien besprochen habe, gebt dem Daumen hoch, schreibt mir gerne einen kurzen Kommentar, das mag der Algorithmus. Dann wird dieses Webinar noch mehr Leuten vorgestellt und ein Geben und Nehmen, das Ganze macht noch mehr Spaß. Und noch eine kleine Sache, so einen kleinen Growth-Hack, wie ihr mir helfen könnt. Wenn ihr andere Kanäle euch anguckt hier auf YouTube, die ihr für gut empfindet und da vielleicht auch mal einen Kommentar hinterlasst, schreibt doch vielleicht mal rein, hey, guckt euch mal den Starnrücken an, der ist auch gar nicht so schlecht. So, und jetzt starten wir mit dem Blick auf die chinesischen Aktien, beziehungsweise wir gucken uns zuerst den SSE 50 an und da ist die Frage, wie sieht es da aus? Haben wir einen Boden gefunden? Und da sieht es momentan sehr gut aus, dass wir einen Boden gefunden haben. Wir befinden uns nämlich hier an einem alten, markanten Unterstützungsniveau aus dem Jahr 2018. Und wenn wir jetzt ein bisschen näher reinzoomen, haben wir einen Verlaufstief ausgebildet und jetzt nochmal so ein leicht tieferes Tief. Es ist nicht viel mehr Verkaufsdruck aufgekommen, das ist ein gutes Zeichen. Daher für chinesische Aktien sehe ich momentan einfach positiv, dass es weiter nach oben geht. Achtung, hier gibt es natürlich das politische Risiko, wenn die Führung sagt, weiß nicht, XY machen wir nicht mehr, dann wird es halt nicht gemacht. Und deswegen muss man hier gucken. 3000 psychologische Unterstützung, Tages- oder ein Wochenschlusskurs drunter, trübt das ganze chinesische Bild ein. Gucken wir uns Alibaba an. Wenn ich Aktien bespreche, dann schaut immer, ich bin eher immer kurzfristig ausgerichtet, Swing Trading, ne, mit Blick auf die nächsten paar Wochen. Wenn man langfristig investieren möchte, dann muss man natürlich ein bisschen anders an die Sache rangehen. Ich sage, langfristige Positionen werden in einem Crash gekauft oder wenn wir eine Korrektur sehen, 25, 30, 40, 50%. Ne? Und in Alibaba ist das zum Beispiel jetzt der Fall. Wenn man sagt, ich möchte die Alibaba langfristig kaufen, dann ist das aktuell ein ganz interessantes Niveau, weil wir schon deutlich weit korrigiert haben, weil wir im Bereich mehrerer Unterstützungen sind. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, eine Position aufzubauen. Langfristig hinlegen, in 10 Jahren das nächste Mal drauf gucken. Kurzfristig haben wir das Unterstützungsniveau zuletzt unterschritten, an dem hängen wir aktuell fest und die Unterstützung ist zum Widerstand geworden. Daher muss man kurzfristig nochmal damit rechnen, dass es einen weiteren Schwenk nach unten in Richtung 150 US-Dollar gibt. Wenn man aber tatsächlich langfristig kaufen will, dann muss man da nicht so perfekt mit der Nadel, sondern man kann langsam schon mal
einfließen lassen, kaufen. Dann gucken wir uns als nächstes die Tencent an. Ganz ähnliches Bild. Markantes Unterstützungsniveau wurde zuletzt unterschritten und hier hängt die Tencent noch ein bisschen fest. Daher muss man sich hier darauf einstellen, dass wir in Richtung 400 nochmal nach unten laufen. Das sind Hongkong-Dollar, vielleicht sogar 320. Langfristig gesehen kann man auch hier, Rücksetzer sind langfristig interessant zum Einstieg. Vorsicht, China nicht zu hoch gewichten im Gesamtportfolio. Sollte sich die Tencent hier noch, ich sag mal, irgendwie den September lang auf hohem Niveau langhangeln, dann kann es zu einem Ausbruch nach oben kommen, dann wird es ebenfalls spannend. JD, die ist stärker. JD zuletzt von der Unterstützung 60, bam, brutal nach oben gelaufen. Kurzfristig hat sie sogar, sie klammert sich schon hier am Hoch fest, das ist ein starkes Zeichen. Kurze Rücksetzer, die können durchaus auch schon wieder interessant werden, um hier Teilpositionen zu kaufen, um dann ja, wieder, ich sag mal, in Richtung 100 nächstes Ziel nach oben zu laufen. JD gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Dann als nächstes gucken wir uns Newmont an. Newmont Mining, einer der großen Miner, Big Player auf dem Niveau, nähert sich einem markanten Unterstützungsniveau im Bereich, ich sag mal, 52 bis 55 US-Dollar. Wir sind knapp davor. Ja, es ist nicht mehr so richtig Verkaufsdruck da. Daher, wenn man in dem Sektor investieren will und in den großen Player, dann ist Newmont eigentlich auf aktuellem Niveau, kann man schon mal eine Position aufbauen. Unter 52, also wenn wir da runterfallen, Wochenschlusskurs drunter, dann ist es auch langfristig erstmal, trübt sich das Bild ein und es kann durchaus nochmal Richtung 40 laufen. Aber ansonsten sind wir schon an einer relativ guten Trade Location. Kommen wir zum Ölpreis, gucken wir uns ein paar Ölaktien an. Der Ölpreis ist ja brutal angestiegen, ne? Keine Frage hier, allein November letzten Jahres von 34 hoch auf 78. Mein ursprüngliches Ziel liegt eigentlich im Bereich 90. Der Kaufdruck lässt so ein bisschen nach. Wir können neue Hoch sehen, ob die 90 tatsächlich noch erreicht werden, das ist momentan schwierig. Ich sehe eher, dass wir vielleicht nochmal so ein leicht höheres Hoch machen, dass wir so ein bisschen eher schwanken. 58 bis 60 US-Dollar ist tendenziell markantes Unterstützungsniveau. Da wird der Ölpreis wahrscheinlich nicht so schnell drunter fallen. Leicht höhere Hoch sind möglich. Kann aber auch gut sein, dass wir hier bei 76 einfach nochmal abprallen. Gucken wir uns Ölaktien an. Equinor, auch ordentlich gelaufen. Am ersten Widerstand, beziehungsweise wenn wir gucken, wir hatten hier mal einen Widerstand aus dem Jahr 2019, 2020, der wurde zuletzt schon so leicht überschritten, was ein starkes Zeichen ist jetzt nochmal. Nächste Hürde wartet aber schon im Bereich 200 und dann auch 210, wird es auch eng. Also Equinor gerne so längerfristige Einstiege im Bereich 65, kurzfristig achtet mal im Bereich 200, da könnte es eng werden. Royal Dutch Shell, die bewegen sich jetzt seit einigen Monaten nur seitwärts. 15,50, Unterstützung 17,50 bis 18 ist Widerstandsniveau. Sollte es die Royal Dutch in Euro hier nochmal schaffen, Tagesschlusskurs über 18, besteht ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass es Richtung 22,50 bis 23 nach oben geht. Ich sehe hier aber tendenziell auch eher Seitwärtsbewegung. Märkte bewegen sich zu 80% in ungefähr seitwärts und da sehe ich Öl, ne? Und wenn wir dann den Ölpreis dazu sehen, Occidental Petroleum 22 bis 24, interessantes Niveau, 32 bis 34, da ist schon wieder Widerstand. Auch hier erwarte ich eher Range, Unterstützung, eher Kaufwert, Widerstände, wenn man nicht ewig investiert bleiben möchte, sollte man hier durchaus mal an eine Gewinnmitnahme denken. Dann kommen wir gleich zu Autoaktien. Jetzt noch ein kleines bisschen Eigenwerbung. Wenn Sie Interesse haben, dieses ganze Thema Trading zu lernen, also wie investiere ich zum Beispiel zu einem langfristigen Depot, was ich habe, wie kriege ich da noch ein bisschen Zusatzrendite rein? Und dafür eignet sich das Thema Swing Trading, denn wir sind momentan am Allzeithoch. Ich sage, langfristige Positionen werden in einer Korrektur gekauft und momentan ja, ist Korrektur ja keine Spur davon. Und trotzdem wollen wir Geld verdienen. Und da eignet sich das Thema Swing Trading, wo man flexibel dem Markt angepasst einfach so
immer Schwünge mitnehmen kann, sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen. Und Haltedauer der Position von ein paar Tagen bis hin zu ein paar Wochen. Dann das Thema Risiko. Wie viel kann ich denn damit verdienen? Man kann eine Menge damit verdienen. Man kann, ich sag mal, ein kleines Konto in Anführungsstrichen, kann man groß traden. Ich arbeite gerne mit Leuten zusammen, die schon ein bisschen Risikokapital auf der hohen Kante haben, um das Ganze auch entspannt machen zu können. Also man kann trotzdem ein kleines Konto, kann man groß traden, man kann für ein großes Konto kann man eine schöne Zusatzrendite mit relativ kleinem Risiko erzielen. Wer da Bock drauf hat, Steinrücken Akademie, guckt euch das an und vereinbart einen Termin mit mir, dann quatschen wir mal drüber, was wir da machen können. Kommen wir zu den Autoaktien. Daimler als nächstes. Die Daimler ja auch brutal gelaufen und hier Trendende. Die Daimler geht in eine Seitwärtsbewegung über. Zuletzt wurde die Unterstützung hier bei 70 Euro wurde ein bisschen unterschritten. Nicht auszuschließen, dass wir tatsächlich nochmal in Richtung 60 Euro abdriften, also nochmal nach unten laufen. Dort ist schönes Unterstützungsniveau. Und ja, der Bereich 68 ist ein bisschen schwierig. Ist neue Unterstützung geworden, hat noch nicht so viel Markanz. Da muss man drauf achten, auf das Niveau. So leicht tiefere Tiefschatten unten, Daimler, nicht uninteressant. BMW, da hatte ich sogar zuletzt noch einen Trade gemacht. BMW, hier, alter Widerstand wurde zur Unterstützung. Bam, wurde zur Unterstützung. Auch hier haben wir jetzt, wir sind schon relativ tief in das Unterstützungsniveau hereingelaufen, haben es sogar leicht unterschritten. Wir hatten dann auch hier mal so einen kleinen Schatten, war ein mögliches Einstiegsniveau. Aber die BMW kommt auch nicht so recht in Fahrt. Also für den Autosektor bin ich momentan so ein kleines bisschen skeptisch. Heißt nicht, dass es bergab geht, sondern ne, Tendenz vielleicht mal eher nur seitwärts. BMW 66 bis 68 Euro Unterstützung. Dann Renault. Zuletzt dynamisch, hier müssen wir mal gucken, Unterstützung im Bereich 25, 26. Also, 29 wird wahrscheinlich nochmal angelaufen, hier das Niveau. Und was ich da nicht sehen möchte, ist Trendbeschleunigung. Also, dass wir nochmal, bam, Vollgas nach unten geben. Sondern, was möchte ich an so einer Unterstützung sehen? Zum Beispiel so Schatten unten, so wie hier, Brom, so leicht tiefere Tiefs, das ist alles kein Problem. Aber bitte keine Dynamik mehr nach unten. Porsche, gucken wir uns an. Die sind gut, die sind stark. Porsche, kaufenswert, rein aus charttechnischer Sicht. Und hier natürlich nochmal der Hinweis. Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Jeder ist für sein Ding selber verantwortlich. Achtet auf das Thema Risiko-Money-Management. Das ist das Allerwichtigste überhaupt. Und hier in der Porsche. Was haben wir für eine Unterstützung? 78 oder 79 bis 84. Hatte ich zuletzt ein Video auch zugemacht. Porsche VW verglichen. Kaufe ich die Porsche Automobil Holding, kaufe ich 53% der Anteile von VW. Also ganz interessant. Porsche günstiger bewertet als die VW. Von daher Porsche eventuell vorzuziehen. Was darf nicht passieren? Hier ein Wochenschlusskurs unter 77,5. Ansonsten Porsche fast auf dem aktuellen Niveau sogar noch kaufenswert. Nächstes Ziel im Bereich 110 bis 115. Dann die VW als nächstes, auch sehr spannend. Da hatte ich in dem Video gesagt, hier, das ist Unterstützungsniveau, das ist Kaufniveau. Im Bereich, was haben wir hier, 198, 199 bis 206. Dann konnten sich die Käufer nicht so richtig durchsetzen und es gab nochmal einen Rücksetzer. Und im Video habe ich gesagt, hey, wenn man die VW kauft, dann muss man den Stop-Loss eigentlich hier unter dieses Unterstützungsniveau setzen, eben weil das auch nochmal so eine markante Nummer ist. Jetzt wurde das angelaufen. Jetzt hängen wir am Widerstand. Kann durchaus sein, dass wir auch sogar nochmal ein leicht tieferes Tief machen. Erst wenn wir hier einen Tages-Wochen-Schlusskurs, ich sag mal unter 82,5 sehen, 182,5, trübt sich das Bild deutlich ein. Ansonsten Ziel wieder in Richtung 250, 260. Netflix als nächstes und hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Netflix probt den Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung, ähnlich wie wir es in der Amazon gesehen haben. Amazon ist aber wieder zurück in die Range gefallen und in der Netflix, wenn wir gucken, da sind wir zuletzt auch schon ordentlich weit gelaufen. Also in der Netflix zum Einstieg ist es jetzt sowohl langfristig als auch kurzfristig kein guter Zeitpunkt, da würde ich eher Rücksätze abwarten. Im Bereich 560 kann das aber schon wieder anders sein. Ja, ich weiß, ist nicht weit, aber wir wollen eine gute Trade Location. Wir wollen versuchen, einen vernünftig guten Einstieg hinzubekommen. So, und dann achtet auf das Niveau um 560. Schatten unten, möglicher Einstieg für den Ausbruch nach oben und dann kommt wahrscheinlich der BAM-Schwung.
Wenn wir nicht jetzt bram so schnell rückwärts, also schnell zurückfallen. Vorsicht. DraftKings, schwierig. Range. Wir sind am Widerstand aktuell. 61 bis 65 sollte der überschritten werden. Weil zuletzt haben wir hier eine kleine Range gebildet, da sind wir nach oben ausgebrochen. Daher sehe ich die Chance bei 60%, dass wir noch so in Richtung 72 laufen. Da ist aber tendenziell Ende bei DraftKings. Alphen, finde ich schwierig. Ja, wir haben ein neues Hoch gemacht. Leicht neues Hoch, dann kam direkter Abverkauf. In der Alphen gehe ich davon aus, dass wir eher hier die Bogenlampe machen und tendenziell nochmal in Richtung 50 Euro nach unten laufen. Boah, 50 Euro, das ist ordentlich weit, aber das wäre ein mega tolles Einstiegsniveau. Und dann mal in der Alphen, weil wenn der Trend abkippt, dann bildet sich eine Range und einer, na, da wird es viel hin und her geben. Bam, 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 hoch, runter, hoch, runter. Also Alphen, wenn man engagiert ist und nicht so ewig langfristig sich engagieren möchte, dann guck mal eher bei steigenden Kursen vielleicht mal ein bisschen Luft rausnehmen. Sartorius, brutale Bewegung nach oben. Insgesamt, ja, Trendwunder Sartorius. Jetzt kurzfristig schon weit gelaufen. Für einen langfristigen Einstieg viel zu weit gelaufen. Wir brauchen Rücksetzer. Wenigstens in dem Bereich 480 bis 500 Euro. Da wird es sowohl aus kurzfristiger als auch aus langfristiger Sicht, macht da ein Einstieg schon wieder mehr Sinn. Momentan eher mal auf Zeichen achten, Schatten oben, großes Handelsvolumen, große Kerzen nach oben, kein gutes Zeichen. Erinnert euch an BioNTech, wo ich zuletzt das Video gemacht habe. Auch große Kerze, großes Volumen, Ende. So, Uranium Royalty und, ach, jetzt, Uranium, müssen wir gerade mal gucken. Wie sieht's aus im Uransektor? Wir haben hier jetzt, gestern war es ein Widerstandsniveau 370, 380 überwunden. Bewegung, na, irgendwann kommt mal eine Korrektur und jetzt kann eine neue Bewegung erfolgen. Uransektor, gar nicht so uninteressant. Achtung, wir sind jetzt hier auch schon ordentlich gelaufen. Kleine Rücksetzer sind aber durchaus kaufenswert. Irgendwie eng Stop drunter und Chance, dass wir über die 480 laufen. Jetzt kam noch eine Frage. Was soll ich machen, wenn ich den Stop-Loss vergessen habe? Zum Beispiel Alibaba. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Wir merken uns Uranium Royalty. Alibaba, wenn ich da gekauft habe, bei, was war es, 230. Also irgendwo hier oben. Ah, Trade Location nicht gut. Es ist die Frage, möchte ich langfristig die Aktie haben? Dann sage ich, war der Einstieg langfristig schon mal irgendwie nicht so verkehrt. Von 300 auf 230 kann man sagen, ja, da kaufe ich eine erste Position. Ich kaufe gerne für langfristige Positionen, kaufe ich gerne bam, 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 versetzt nach unten. Dann könnte man einfach nochmal was nachkaufen. Wenn man eher kurzfristig engagiert ist, na, dann hilft kein Hoffen und Banken. Da ist es oftmals einfach gut, wenn man sagt, okay, komm, Schlussstrich drunter, ich realisiere den Verlust, dann bin ich frei vom Gedankengang her. Trading ist ja, hat viel mit Mindset zu tun. Und dann bin ich frei, dann kann ich mich auf, ja, neue Sachen konzentrieren. Es gibt jeden Tag tolle Trading-Ideen bei mir in der Gruppe. Die Gruppe ist der Hammer. Viele schreiben einfach so Trading-Ideen rein. Hey, was haltet ihr davon? Guckt euch das mal an. Dann besprechen wir die Aktie und leiten daraus Trading-Ideen ab. Ich habe eine Gruppe, wo dann meine Kunden, wo ich Trading-Ideen auch im Bereich Swing-Trading schreibe und es gibt eigentlich immer viel mehr Trading-Ideen, als man tatsächlich handeln kann. So, Uranium Energy hatten wir besprochen, die waren hier, das ist Sprott, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo waren wir, hier, da, Uranium Royalty war's. Dann kommt jetzt PayPal, dann kommt noch mehr Uran. PayPal, Achtung, PayPal haben wir eine Seitwärtsbewegung in 2021. Hier das letzte Hoch angelaufen, wieder abgeprallt, mit Gap nach unten gelaufen. Jetzt wird dieses Gap-Widerstandsniveau wieder angelaufen. In der PayPal kann es gut sein, dass wir nochmal in dem Bereich 270 laufen. Dort kann man sich die Aktie nochmal näher zu Gemüte führen. Schafft sie es, die 300 anzulaufen, ist sie immer noch Widerstand. Wahrscheinlich PayPal eher noch ein bisschen seitwärts. Sollte sie es schaffen, zwischen 290 und 310 wenigstens mal 2-3 Wochen
entlang zu pendeln, dann haben wir eine gute Chance auf einen Ausbruch nach oben und dann geht es da weiter. Sprott Physical Uranium wurde nachgefragt, da muss ich mal eben gerade gucken, ob wir hier auf Wochenbasis noch ein bisschen Futter bekommen. Futter haben, Achtung, im Bereich 15 haben wir einen Widerstand. Ist ein bisschen schwierig, ETF, Handelsvolumen ist so ziemlich sprunghaft. Also hier kann es noch mal ein bisschen schwierig werden, aber wenn ich mal gucke, wir hatten uns vorhin ja die Uran schon angeguckt, also ich bin eigentlich ganz positiv, was richtig stark ist hier, so ein großes Gap nach oben, großes Handelsvolumen. 12 ist auf jeden Fall markante Unterstützung. Wenn man im Uran einsteigen will, könnte man fast sogar mit Goodwill so auf dem aktuellen Niveau oder kleine Rücksetzer schon kaufen und sollte dann aber, ich sag mal, einen Stop-Loss irgendwo vielleicht bei 11,20, 11,30, 11,50 setzen. Logitech als nächstes, Achtung, markante Unterstützung voraus im Bereich, das ist in Schweizer Franken, 85 bis 91 Franken. Hier ist Unterstützungsniveau und hier ist schon wieder Kaufniveau, auch durchaus längerfristiger Natur. Hier erwarte ich eher eine Bodenbildung in der Logitech. Herzliche Grüße in die Schweiz. Ich war zuletzt in Österreich im Urlaub. Ich liebe es. Danke, tolles Land, tolle Leute. Die Berge, ein Traum. Steinhoff. Pennystock. Nicht so mein Ding. Geringes Handelsvolumen, große Sprünge. Unkalkulierbares Risiko häufig. Mag ich nicht so gerne. Ich mache das Trading. Es ist ein Beruf. Es ist ein Geschäft. Und da mag ich kein unkalkulierbares Risiko. Und das ist häufig bei solchen Aktien der Fall. Deswegen bin ich da ein bisschen kritisch. Zuletzt ordentlich gelaufen. Achtung, im Bereich 23 bis 25 ist die nächste massive Hürde. Wenn man hier jetzt irgendwie schon einen Doppler oder so drin hat, nehmt mal Gewinne mit. Hier oben wird es eng. Spotify als nächstes. Spotify, markante Unterstützung angelaufen. Und da war die Frage, na, wie weit kann es gehen? Also hier angelaufen und bam! Schuss nach oben, richtig gut. Im Bereich 270, 280 erwarte ich eine Gegenbewegung. Die muss aber nicht sonderlich groß ausfallen, weil wir so dynamisch nach oben sehen. Je nachdem, wie man ausgerichtet ist, kurzfristig Gewinn mitnehmen, Stop nachziehen. Im Bereich 300, da wird es nochmal ein bisschen kritischer. Da ist nochmal markante Marke, allein 300 psychologische Hürde. Dann war die Frage, so, wie sieht es denn aus? Ist die Rüstungsindustrie ein möglicher Short nach dem Afghanistan-Abzug? Ja, solche Spekulationen. Rüstungsindustrie, ist ja fraglich. Shorts gehen besser als Longs. Verlauf so. Ja, wir sind ein bisschen zurückgekommen. Ist das jetzt hier ein Short? Boah, ich glaube nicht. Ich glaube, leider müssen wir uns mit dem Thema ja noch viel länger beschäftigen und ja, was soll ich sagen? Also ein Short ist es für mich, ich kann es leider so, ich kann nichts dazu sagen, ich weiß nicht. Short, also wichtig zur Position. Ich habe auch gerne immer mal Short-Positionen, gerade jetzt, wo wir uns am Allzeithoch befinden. Packe ich immer mal gerne auch eine Short-Position ins Depot, dass, falls mal tatsächlich die Korrektur kommt, dass wir da, dass ich da nicht volle Kanone nach unten rausche, weil ich long über beide Ohren bin. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber da findet man was Besseres. Dann, also, ich habe noch ein paar Aktien, dann komme ich zu euren, zu weiteren Fragen, die gestellt wurden. Hamburger Hafen als nächstes. Hier muss ich gerade mal gucken. Hamburger Hafen im Bereich einer Unterstützung. Wenn wir mal schauen, hier Verlaufshochs, Verlaufstiefs, also im Bereich 17,50 bis 18,50 ist eine Unterstützung. Gute Chance, dass wir wieder nach oben laufen. 22 bis 22,50. Was will ich nicht sehen? Ja. Kurse, Wochenschlusskurs unter 17. Dann sind wir auch schnell bei 14. Aurubis, norddeutsche Affinerie, dynamisch nach unten gelaufen, Rücksetzer, Achtung, also wenn man eine Position hat, dann muss man eher hier in dem Bereich, muss man nochmal vorsichtig sein. Ich sehe eher Rücksetzer, sogar nochmal in dem Bereich hier, 62 bis 64
Euro in der Orubis. Es wird wahrscheinlich erstmal eine Gegenbewegung geben, dass so hier aus Sicht der LJ-Wellen eine A, mögliche Zigzag, wahrscheinlich dann eine B und dann ein C nach unten. Und in dem Bereich kann man sich die Orubis nochmal angucken. Vata! Ausbruch hier nach oben, 8 Charttechnik par excellence. Ausbruch nach oben, Widerstand angelaufen und dann, damit habe ich auch nicht gerechnet. Aber hier, deswegen halte ich mich vor Quartalszahlen gerne aus Position im Bereich Swing Trading zurück, weil dann hier oft sowas kommt. Gäbe es große, massive Bewegungen und dann sind wir hier Unterstützung bzw. Widerstand wurde zu. Einmal kurze Unterstützung, bam. Nicht gehalten und das ist jetzt wieder Widerstand. Also Achtung, zwischen 142 und 147, da dürfte die Vata zurück in die Range laufen. Siltronic, am Hoch bewegen wir uns seitwärts. Das sieht so nach irgendwie Übernahme aus oder so. Keine Ahnung. Bullisch wird es, wenn wir das Niveau überschreiten. Naja, Rücksetzer. Also markante Unterstützung 120, 124. Wenn wir 147 überschreiten, dann überschreiten wir wahrscheinlich, machen wir neue Hochs. Beiersdorf als nächstes. Achtung, auch hier markante Hürde. Rangelaufen jetzt. Beiersdorf sehe ich auch eher seitwärts. Zwischen 97 und 107 Euro so ein bisschen die nächsten Wochen seitwärts. Ich husche mal ein bisschen flotter durch, damit ich möglichst viele Fragen beantworten kann. Verizon Communications und da war dann noch die Frage, komme ich gleich zu. Also erstmal Verizon Communications, langfristig seitwärts, Corona-Crash, können wir mal außen vor lassen, das Unterstützungsniveau zwischen 52 und 54 US-Dollar, das Niveau ist kaufenswert. Wenn man langfristig sich engagieren möchte, könnte man sogar hier auf dem aktuellen Niveau eine erste Position aufbauen, sich noch ein bisschen Potenzial nach unten freilassen, dass man hier auch nochmal ein Stück weit die Arme ausfährt. Richtig bullisch wird es über 61. Gucken wir mal die Verizon an. Ist eher so ein Low-Beta-Stock, zumindest seit 2013. Zwar ein bisschen schwankungsintensiv, aber jetzt nicht so super sehr. Deswegen Rücksetzer sind hier immer kaufenswert. Ich glaube, Verizon zahlt wahrscheinlich auch eine anständige Dividende. Habe ich jetzt aber nicht im Kopf. Dann als nächstes Chamber Energy. Auch hier Penny Stock. Da war, glaube ich, die Frage. Über 60 Cent kaufen? Also sind wir jetzt drüber? Wenn wir uns das angucken. Ich sage mal, die Trade Location ist gar nicht so schlecht. Wenn wir uns diese brutalen Dinge angucken. Es muss aber nicht sein, dass es in der Zukunft auch so kommen wird. Man kann solche Sachen kann man versuchen mitzuspielen. Da sollte man dann aber schauen, von den Positionsgrößen her, wenn man sagt, naja, ich bin bereit irgendwie, ich sag mal, ich bin bereit, 500 Euro zu verlieren mit so einem Ding. Dann sollte man maximal 750 bis 1000 Euro investieren, weil man auf jeden Fall, hier, wir sind bei 70 Cent, man muss damit rechnen, dass man auch mal einen Totalverlust oder zumindest irgendwie 50%igen Verlust hinlegt. Hat die Chance dann auf, ne, auf so schnelle Bewegung. Und wenn man die Aktie kauft, dann macht eins, setzt Kursziele. Denn ich sag euch hier, wenn es mal so eine Bewegung gibt, ja, da sitzt ihr eh gerade nicht am Rechner, deswegen müsst ihr Kursziele setzen. Guckt zum Beispiel so 1,336 zum Beispiel könnte man ein Kursziel setzen. Oder unter der 2, so bei 1,93. 2 liegen wahrscheinlich, legt jeder seine Verkaufsorder rein. Oder bei 2,80. Irgendwie mal so gestaffelt nach oben Verkauf platzieren. Habe ich eure Fragen beantwortet? Gebt mir ein Like. Habe ich es noch nicht beantwortet. Gebt mir auch ein Like, damit ich es noch mache. Und schreibt mir gerne nachher einen Kommentar. Empfehlt meinen Kanal gerne weiter. Helft mir zu wachsen. Guerilla-Taktik. Schreibt, wenn ihr andere Kanäle habt, wo ihr gerne zuguckt. Na, es gibt ja große. Den Eriksen. Ich habe jetzt hier Klinkmüller. Wie heißen sie? HKC. Wenn ihr da mal einen Kommentar schreibt, schreibt doch auch mal. Der Steinrücken ist auch nicht so schlecht. Wenn ihr meint, dass ich nicht so schlecht bin. Würde mich freuen. So, und jetzt Ehang als nächstes. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Ehang, hier zuletzt massiver Absturz.
bei 20, was ist es? Nasdaq, US-Dollar. Hier im Bereich 20, hier ist schöne Trade Location. Fast jetzt auch noch. Es kann noch mal gut sein, dass wir von 7, dass wir noch mal ein Stück zurücksacken. Was ich nicht sehen möchte, ist ein Tagesschlusskurs unter 17 US-Dollar. Ansonsten, die Trade Location ist gut für eine Bewegung nach oben. 40, 44, da ist schon wieder schwierig. Swing Trading könnte man sowas ausnutzen. Also Rücksetzer, gar nicht so uninteressant zum Einstieg. Jetzt aber kurzfristig, mal gucken. Hochgelaufen und hier sind so kurzfristige Widerstände. Und da sieht man schon so, ah Mensch, die Käufer können sich nicht mehr so richtig durchsetzen. Also zum einen, wenn man einsteigen möchte, einfach mal noch einen Moment warten. Dann, so, eine Frage. Mich würde allgemein interessieren, wie man sich verhalten soll, wenn man Geld zum Investieren übrig hat, das man zum Beispiel durch Bitcoin gewonnen, erwirtschaftet hat und man 10 Jahre und mehr anlegen will. Macht ja derzeit wenig Sinn, bis auf China in Klammern. Einfach Schwäche abwarten, die sicheren Dinger wie Spotify letzte Woche mitnehmen, okay, aber es soll ja langfristig angelegt werden. Das erweist sich derzeit als schwierig. Absolut. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, langfristige Position kaufen wir eher in eine Korrektur hinein. Wann kommt eine Korrektur? Wir wissen es schier und einfach nicht. Und deswegen mein Vorschlag, ganz einfache Geschichte, ich mag es einfach auch im Trading. Da wir nicht wissen, wann eine Korrektur kommt, sollten wir unser Kapital aufteilen. Ich sag mal, man hat 100.000 oder 1 Million, machen wir einfach 100.000, kann man schön teilen. So, man hat 100.000, will die langfristig anlegen. Dann würde ich das splitten. Zum Beispiel 70-30 oder 50-50. Muss man so ein bisschen in sich reinhorchen, was für einen gut ist. Splitten und dann den einen Teil, vielleicht sogar den größeren Teil, über einen Zeitraum von 2-3 Jahren zum Beispiel, über Sparpläne regelmäßig sukzessive Monat für Monat in den Markt einfließen lassen. Also ich sag mal, innerhalb der nächsten 3 Jahre kann es durchaus mal zu einer Korrektur kommen. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat man zumindest schon mal über die nächsten 3 Jahre, wenn wir einfach weiter steigen, kann gut sein, dynamische Welle 3. Wenn wir einfach weiter steigen, hat man schon mal einen halbwegs vernünftigen Einstieg, also na, dann kauft man sich schon mal über die nächsten 3 Jahre einfach einen schönen Einstiegskurs. Dann ist man schon mal drin, hat einen Fuß in der Tür. Und dann behält man sich den Rest und wartet tatsächlich auf Rücksetzer. 25, 35, 50% Korrekturen muss man sich angucken. Was möchte ich für Märkte handeln? ETFs, möchte ich ETFs parken? Möchte ich Einzelaktien, ein paar Dividendenaktien oder sowas kaufen? Und da dann sukzessive in eine Korrektur hinein nach unten einfließen lassen. Und dann hat man das Geld geparkt und kann es, bam, mit der nächsten Aufwärtsbewegung kann man es einfach weiterlaufen lassen für die nächsten 10 Jahre oder gerne mehr. Was ich noch empfehlen kann, man nimmt sich einen Teil, ich sag mal, wenn man 100.000 hat, vielleicht 15.000 und betreibt damit aktives Swing Trading. Denn ich meine, passives, man liest ganz viele YouTube-Videos und so, ne, passives Einkommen und alle, yeah. Natürlich ist das geil, aber was ist dann noch geiler, ist aktives Einkommen, wenn ich viel mehr rausholen kann. Und ich sag mal, passives Einkommen ist auch Arbeit. Das ist nicht einfach, naja, ich kaufe und man muss da ja auch schon ein bisschen verfolgen und gucken, dass man richtig streut und so weiter, dass man die richtigen Positionen einsammelt, dass man nicht irgendwie Bauchlandung erleidet. Ja, und klar, ist nice, wenn, aber besser ist doch aktiv. Ne? Aktives Einkommen, Swing Trading. Zu jeder Marktphase, in jeder Marktphase Geld verdienen. Muss ja gar nicht viel sein. Also man kann das toll steuern. Durch Risiko-Money-Management. Man kann, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ein kleines Konto kann man richtig pushen. Man kann ein großes Konto mit kleinem Risiko, kann man eine Zusatzrendite erwirtschaften. Inflationsausgleich, 10%, kriegt man hin. E-Hang haben wir besprochen. Lukoil als nächstes. Achtung, Ölwert. Auch hier hoch, knapp überschritten, ging erstmal wieder zurück. Lukoil sehe ich nochmal, das sind russische Rubel im Bereich 5.200, 5.600 Rubel.
Sollte sich die Lukoil hier in den nächsten 2-3 Monaten auf hohem Niveau seitwärts bewegen, dann haben wir eine gute Chance, weiter nach oben durchzuziehen. Ansonsten hier Rücksetzer, ja, wegen mir auch kaufenswert, langfristig, ne? Ich weiß nicht, was die an Dividende zahlen, warum nicht? So, dann als nächstes Lukoil haben wir CureVac. Sorry, wenn es wurden zuletzt ja einige Aktien in den Kommentaren empfohlen. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie ein paar Kommentare weg sind. Ich weiß nicht, wie, was da. Ich lösche keine Kommentare. Weiß nicht. So, CureVac. Und wenn das so ist, dann entschuldige ich mich, wenn ich da nicht alle Aktien von behandelt habe. Dann könnt ihr mir gerne Bescheid geben. Dann machen wir das beim nächsten Mal. CureVac. Wir haben dieses massive Gap. Gap ist immer massiver Widerstand. 76, dicke Hürde. Wenn die geschafft wird, 88, dann wird es noch enger. Also CureVac finde ich, rein aus charttechnischer Sicht, ich finde es schwierig. Also wenn man engagiert ist, mal hier oben und nicht zu langfristig, hier nach oben mal ein bisschen einfließen lassen. Dann, Jenoptik. Jen. Dann. So. Oh, Jenoptik. Achtung, spannend. Jenoptik. Man kann einen Widerstand überschritten. Man muss das hier ein bisschen weiter nach unten ziehen. Beziehungsweise, wenn man engagiert ist, sollte man Stop-Loss unten, knapp unter 28 setzen. Kursziel in der Jenoptik 36. Rücksetzer, Kaufenswert 36. Ausstieg. Dann als nächstes Lithium Standard. Wenn ihr mir Kürzel schreibt, das wäre auch cool, aber die, ich finde sie schon. Keine Sorge, wo habe ich es denn? Standard Lithium, ist er das? Standard Lithium, müsste es sein. So, Standard Lithium, komm schon. Oh, auch so ein heftiges Ding. Pff, brutal. Alles drin. Wenn man engagiert ist, 8,50 bis 9 könnte man einen Teilgewinn mitnehmen, aber Lithium, mal gucken, boah, da ist so heftig. Also hier nicht auszuschließen, dass da nochmal so eine heftige Bewegung kommt. Was ich einfach nicht mehr sehen möchte, Tagesschlusskurs unter 5, Potenzial nach oben 10 ist nochmal so eine kritische Hürde. Diese heftigen Dinger, ne, da bin ich ganz schwer, da tue ich mich ganz schwer. Wenn eine Aktie von 5 auf 9 oder von 8,50 bis auf 8,50 in einem Tag läuft, dann ist mir das einfach zu heftig. CrowdStrike. Oh, bang. Also, wir gucken als nächstes CrowdStrike. Dann gucken wir. Guten Morgen, ihr Hübschen. Ja, guten Morgen zusammen. China Tech Unternehmen habe ich am Anfang besprochen. Bitte nachher nochmal in der Konserve schauen. Lucid, was sagst du zu deiner ehemaligen Empfehlung von Lucid, bin damals auch mit rein, soll ich mit Verlust verkaufen oder aktuell nachkaufen? Also Lucid habe ich, halte ich und ich habe auch schon Kleinigkeiten nachgekauft, mache ich jetzt nicht so super viel. Hier, die sind vorgestern 10% abgestraft worden, weil irgendein Anker-Investor kleine Pakete verkauft hat. Und also, ich habe irgendwo, wo habe ich, wo war es denn? Hier oben habe ich gekauft, dann habe ich im Bereich 22 nochmal gekauft und also Kleinigkeit. Ne? Wenn ich irgendwie, das ist ja eine Spekulation in die Zukunft. Ich habe gesagt, na, möglicher Tenbagger. Ich kaufe sie mir, lege sie mir hin und gucke in 10 Jahren nochmal drauf. So, und deswegen, bei sowas, dann kaufe ich eine Kleinigkeit so zum Gucken. Ne? Mal, und habe auch gesagt, naja, vielleicht kommt es nochmal zurück.
kaufe ich noch eine Kleinigkeit, sodass ich eine Positionsgröße habe, wo ich sage, naja, selbst wenn das Ding total den Bach runtergeht, dann ist es ärgerlich, aber ja, dann ist es so. Also solche Sachen sollten insgesamt vom Depotvolumen, wenn man 100.000 hat, jetzt angenommen, ja, 2,5, 2, 3%, dann wäre schon viel, sag ich mal. Aber kann man machen, also dann 2, 2.500 da reinstecken. Deswegen, also Lucid, ich halte sie jetzt, arg viel mehr kaufe ich gar nicht nach und gucke tatsächlich in 10 Jahren wieder. Die Autos sind geil, die Technologie ist super, deswegen. CrowdStrike. Trendwunder. Starke Aufwärtsbewegung. Rein aus kurzfristig charttechnischer Sicht sind wir fast aktuell sogar schon auf Kaufniveau. Also Swing Trading, nicht langfristig. Langfristig ist mir fast ein bisschen zu weit gelaufen. Langfristig hätte ich gerne nochmal Rücksetzer. So wenigstens bis 220, noch, am besten noch ein bisschen mehr. 270, 180. Swing Trading, gucken wir uns mal im Bereich hier. Wir haben, alter Widerstand wird zur Unterstützung. Dann haben wir noch massives Gap als Unterstützung. Wenn man einsteigt, sollte man, ist es gut, wenn man Stop-Loss irgendwie da drunter setzt. Also Rücksetzer, CrowdStrike, eher kaufenswert. Ah, bei der 300 ist auch nochmal so eine kritische Geschichte, neuer 100er-Bereich. Aber gut möglich, dass der angelaufen wird. Ach, da ist sie wieder. Hut ab. Hut 8 Mining. Jetzt gucken wir mal, USA, Hot 8 Mining. So, oh, Achtung, also Hot 8, oh, müssen wir gerade mal auf Tagesbasis umschwenken. Hatte ich mir sonst wahrscheinlich in Toronto angeguckt. Hier, das ist Widerstand, wir sind ran, oh, hier, bam, 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 Aufwärtsbewegung, hohes Handelsvolumen, große Kerze. Und wenn man engagiert ist, vielleicht sogar mal hier an eine Teilgewinnmitnahme nachdenken, Rücksetzer im Bereich 7. Schon wieder ganz interessant. Zumindest vielleicht eine Teilposition würde ich da mitnehmen. Hut 8 Mining. Könnt ihr mir nochmal reinschreiben, was die machen? Uran-Spot-Preis. Ich habe, brauche ich ein Kürzel? Irgendwas für, ich habe für Uran-Spot keine Daten. Ich habe gesucht, habe aber keine gefunden. Deswegen gerne einfach mal ein Kürzel schicken. Ansonsten mario.steinrücken@steinrückenakademie.de kurze Mail schreiben. Sollte ich es nachher überlesen. PLBY. Playgroup. Nee, PLB. Ja. So, Einstieg, Fragezeichen. Also. Nur weil eine Aktie weit gefallen ist, ist es noch kein Einstieg. Dann wollen wir mal gucken, da war nichts und dann auf mal nach oben. Und jetzt haben wir festgestellt, oh, ist ja doch nichts. Dann geht es wieder nach unten. Wir müssen uns das ganze Bild mal gerade hier auf Stundenbasis angucken. Wenn wir schauen, wir sind jetzt von 20 auf 26 gestiegen. Erstes kleines Widerstandsniveau. Über 30 geht das Ding erstmal nicht. Im ersten Anlauf ist 30 ein Short-Niveau. Bam. Also, wenn man engagiert ist, Vorsicht, 30 kann man verkaufen. Rücksetzer, da kann man dann wieder gucken. So im Bereich 20, ne, kann gut sein, dass wir das Niveau nochmal anlaufen. Vielleicht machen wir sogar neue Tiefs. Also, von daher, aktuell zum Einstieg ist mir die Trade Location nicht optimal. Da müssen wir abwarten. Dann Morphosis. Morphosis. CD-Projekt, CD, Morphosis, oh, Nasdaq, nee, da wollen wir in Deutschland gucken, Morphosis gucken wir uns in Deutschland an, also, die Morphosis als erstes, hat sich, müssen wir mal gerade eben auf Tagesbasis gucken, was denn da passiert, Morphosis, also, die Dynamik ist klar abwärts gerichtet, wir nähern, ja, was mich, also wir haben leicht tiefere Tiefs gemacht, kurzfristig. Okay. Massiv markant hier, 60 bis 64. Da ist, wenn es eine Aufwärtsbewegung gibt, da ist wahrscheinlich erstmal Ende. Wir gucken uns das kurzfristig an. Oh, und hier muss ich sagen, also was mir gut gefallen hat, tief, tief, leicht tieferes Tief, Stops ausgelöst und dann nach oben gelaufen. Aber sie läuft nicht so richtig dynamisch.
Deswegen gehe ich sogar eher davon aus, dass wir im Bereich 54 bis 56 schon wieder einen Abverkauf sehen. Das ist eher korrektiv. Das ist nicht so schön, das will ich eigentlich nicht sehen. Das war ein Einstieg, ne? Man weiß nie, was kommt. Aber jetzt. Oh, CD-Projekt, na, Leute. Wieder ein bisschen angestiegen. Also, CD-Projekt. Hier, wenn ihr sowas seht. So, Abwärtsbewegung, leicht tiefere Tiefs. Es ist eine Bodenbildung. Man weiß nie, ob sowas kommt. Kann aber gut sein. Achtung, CD-Projekt 202 bis 211. Da wird es schon, aber auch schon wieder schwierig. Fuel Cell. Oh ja, Fuel Cell. Ja, das ist auch so der Klassiker. Och, ja, Mensch, von 28, jetzt sind wir auf 20. Ist so billig, muss man kaufen. Ah, hier, guckt euch Fuel Cell mal aus dem irgendwo ab dem Jahr 2000 an. Die hat ja immer mal wieder solche Bewegungen gemacht. Und jetzt könnte sie tatsächlich auch wieder interessant werden. Fuel Cell, tief, leicht, tiefere Tiefs, bam, Gegenbewegung. Tief, ah, okay, sie kommt noch nicht so richtig voran. Also, in der Fuel Cell, ja, hier, da, bam, so schleppend nach oben. Stellt euch auf neue Tiefs ein und dann guckt, wenn die Tiefs gekauft werden, leicht tiefere Tiefs, dann ist sie kaufenswert. Dann ist da nochmal ein guter Sprung in Richtung 10,50 drin. Aber das aktuell, das mutet eher nochmal nach einer weiteren Abwärtsbewegung an. Open Door Technologies als nächstes. Bodenbildung. Achtung, wir sind am Widerstand. Hier müssen wir mal, hier, mal gucken. Na, da ist so ein Stück weit Deckel. Machen wir. Zack, hier Deckel drauf. Wir sind vom Tief zum Hoch. Ich erwarte hier erstmal eine Gegenbewegung. Im Bereich 17 oder wenn wir 16, 50 bis 17, Schatten unten, dann möglicher Einstieg. Dann darauf spekulieren, dass wir hier nach oben durchziehen. Bei 22 wird es schon wieder eng. Aber hier, ich erwarte hier erstmal eine Abwärtsbewegung, weil wir von 17 auf 18,50 gelaufen sind ohne Pause. Das muss erstmal korrigiert werden. Und wenn es nicht korrigiert wird, wir wissen es alle nicht. Wir müssen nur gucken, was passiert häufig, immer wiederkehrend. Dann halten wir die Finger davon und gucken, dass wir vielleicht einen Rücksetzer kaufen. Und wenn das aber nicht kommt, ne, wenn wir tatsächlich über so markanten, vom Tief zum Hoch, markanten Widerstand übersteigen, na, starkes Zeichen, haben wir nicht mit gerechnet. Dann kaufen wir Unterstützung. Engine. So, langfristig, ein kurz- oder langfristiger Kauf? Ja, das kommt darauf an, wie lange man die Aktie halten möchte. Aber durchaus, wenn wir uns die angucken, muss man mal in die Vergangenheit gucken. Hier, lange Seitwärtsbewegung von 99 bis 2011. Auf sowas muss man sich auch mal einstellen. Ja, wir sind ordentlich weit gelaufen. Kann mal sein, dass wir sowas mal langfristig aus, ja, halt Seitwärtsbewegung. Langfristig würde ich auf aktuellem Niveau erste Position bei 180, zweite Position bei 140, dritte Position. Und dann machst du wahrscheinlich nichts verkehrt. Kurzfristig nicht so uninteressant. Guck mal, hier hatte ich sogar hier einen Trade gemacht. Nicht so uninteressant. Wir haben uns von dem Unterstützungsniveau, haben wir uns jetzt schon wieder ein bisschen wegbewegt. Kurzfristig 32, 34, eher noch mal Rücksetzer abwarten. Sorry. So, dann Zoom Lion als nächstes. Dann Square. Guck mal, Zoom Lion. Hongkong Dollar nehme ich an. Ist korrekt. Dann SQ. Square, Zoom Lion habe ich mir auch noch nie angeguckt, wunderbar. Dann NIO, Alibaba haben wir uns ganz am Anfang schon angeguckt. Bitte in der Konserve nochmal nachher nachschauen. Ich versuche auch, oder Leute, wenn einer von euch sich das Video später anguckt, schreibt mir gerne die Zeitmarken auf. Minute 3:49 wurde das besprochen, Minute 6 wurde das besprochen. Dann kann ich die Zeitmarken im Video hinterlegen. Das wäre eine mega coole Sache. So, also, NIO, was haben wir noch?
INTC gucken wir uns an. PayPal habe ich vorhin auch schon besprochen. Dann GDRX. Goodricks Holding gucken wir uns an. Dann. Guten Morgen, wie ist deine Meinung zu Apps? Gucken wir uns gleich an. Machen wir hier erstmal mit Zoom Line. Starten wir. Zip, dip, 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 dip. Hier, Verlaufshoch, Widerstand, Widerstand, Unterstützung wurde ein bisschen unterschritten. Sie kommt nicht so recht zurecht, nicht so richtig voran. Also, wenn man langfristig engagiert sein möchte, sind Rücksetzer, ich sage mal ab 37 bis runter bis 5, ist ganz interessant, um da was einzusteigen. Ich habe keine Ahnung, was sie machen, aber kurzfristig ist es kurzfristig Range. Ich tue mich schwer. Ich tue mich total schwer. Es tut mir leid. Rücksetzer sind kaufenswert auf aktuellen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es leider nicht. Ich finde keinen Zugang. Square ist stark. Hier, vom Tief zum Hoch muss erstmal abverkauft werden. Square, the trend is your friend. The trend ist seitwärts gerichtet. Kann sein, dass wir nochmal in Richtung 190, 200 laufen. Wir wissen es alle nicht. Dort sollten wir uns auf jeden Fall einen Alarm stellen. Da ist kaufenswert. In der Mitte der Range kann es sein, dass sie sich da fängt, seitwärts. Also was einfach ein starkes Zeichen ist, wenn wir einen Tagesschlusskurs über 290 sehen. Möglichst ein großes, Brams, schön Ausbruch, starkes Zeichen. Dann ist die Korrektur, die wir in der Square seit diesem Jahr sehen, wahrscheinlich abgeschlossen. Ich gehe aber eher davon aus, dass wir tatsächlich die Seitwärtsbewegung noch ein bisschen weiter fortsetzen, wenn wir uns auf hohem Niveau seitwärts bewegen. Ich sage mal zwischen 250, 280, bam, 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 dann ist das ein starkes Zeichen, dann kann man fast Rücksetzer kaufen, denn dann steht der Ausbruch nach oben bevor. NIO, Unterstützung im Bereich 32 bis ja fast 36 sogar. Wir sind ein Stück weit in der Mitte. Das heißt, wir sind kurzfristig hier. So, jetzt mal kurzfristig sind wir aus einer kleinen Range nach oben ausgebrochen. Starkes Zeichen. Aber maximal bis 45 nach oben. Ansonsten NIO langfristig, sag mal, auf dem Niveau 32 bis 36 nicht uninteressant. Man braucht immer einen Plan für den Ausstieg. Und zwar Wochenschlusskurs unter 9 und zwar unter 30. Dann trübt sich das Bild ein und das kann, ne, selbst 30 kann sich halbieren, selbst 7,50 Dollar können sich halbieren. Muss man immer an der Börse ist alles möglich, Leute. Das müsst ihr immer bedenken. Und eher lieber das Worst-Case-Szenario annehmen als den Best-Case. Also NIO, wir sind in der Range. Mitten im Teich. So, Intel. Hier, Intel ist so eine Aktie, die ich nicht trade, heißt im Swing Trading, einfach aufgrund dieser großen Gaps. Das ist der Killer. Das kann so viel kaputt machen. Deswegen handle ich sie nicht. Und deswegen, Vorsicht an euch, stellt euch auf Gaps ein. Die können positiv sein, aber lieber eher das Worst-Case-Szenario annehmen. Die können auch negativ sein. Und vor allen Dingen auch bei Quartalszahlen muss man sich darauf einstellen, aber in der Intel kommen die auch, glaube ich, durchaus mal zwischendurch. Aber auf jeden Fall Quartalszahlen. Intel hat den Widerstand 54,5 angelaufen, gab erstmal eine Abwärtsbewegung. Kurzfristiges Einstiegsniveau 53. Mit Ziel 56. Ach so, Intel ist schwierig. Tief, leicht tieferes Tief, hier nochmal ein bisschen Gas gegeben. Intel ist schwierig. Hier, Short-Niveau haben wir bei 59 bis 60. Also spätestens dort ist auf jeden Fall, also was heißt auf jeden Fall, ne? Aber da ist dicke Hürde. Intel finde ich schwierig, einfach aufgrund der fetten Gaps. Good RX Holding. Gar nicht mal so uninteressant, wenn wir mal schauen. Hier so markante Verlaufshochs. Fängt schon fast hier an. Also markante Verlaufshochs. Hier ist Widerstand. Hier wird die Good RX wahrscheinlich erstmal zumindest seitwärts sich aufhalten. Wenn sie sich seitwärts aufhält, nach oben durchbricht, dann ist es stark, dann ist es kaufenswert. Sie wird aber
mit erhöhter Wahrscheinlichkeit hier erstmal abprallen. 85%ige Wahrscheinlichkeit. Brums, gibt es hier erstmal zumindest ein bisschen Seitwärtsbewegung. Dann als nächste schauen wir uns die XBI an. Biotech Branche ETF. Spider. Die Spider sind immer schön liquide in den USA. Dann, genau, APPS. Digital Turbine. Oh, da bin ich gespannt. BlackBerry to the Moon, natürlich. wie ist denn das Kürzel nochmal? BlackBerry BB, genau. To the Moon. Steinhoff habe ich vorhin auch schon besprochen. Bitte kurz in der Konserve nachschauen. iRobot. IRBT. iRobot war halten oder weiter ausbauen oder Gewinne mitnehmen. Gucken wir erstmal Branchen-ETF. Oh ja, hier. Spannend. Biotech-Branche, spannend. Unterstützung angelaufen. Bam. Nach oben. Starkes Zeichen. So, jetzt laufen wir einen Widerstand an. Hier, das ist übergeordnete Unterstützung, das ist untergeordneter Widerstand. 140, da wird die Biotech-Branche nochmal eine Korrektur erfahren. Also ranlaufen, bam, Gegenbewegung. Aber auch hier, die Gegenbewegung muss nicht tief ausfallen. Die kann auf hohem Niveau ablaufen und dann Ausbruch nach oben wäre weiter spannend. Also momentan einsteigen, nein. Also es ist noch ein bisschen Platz nach oben, ja, aber zum Einstieg ist es mir nicht genug Futter. Da müssen wir eher Rücksetzer abwarten. Aber dann die Rücksetzer, da müssen wir aufpassen. Da müssen wir nach dem Einstieg suchen. Gerne einfach beim nächsten Mal nochmal mich ansprechen. Sehr interessant, XBI ist einfach so ein Ding für die nächsten Monate. Muss man im Auge behalten. Digital Turbine. Achtung, Digital Turbine Widerstand hier im Bereich 68 US-Dollar. Auch da erwarte ich eine Gegenbewegung. Wir sind ordentlich gelaufen von 48 dann auf 68. Sowas darf auch mal wieder auskorrigiert werden. Auch hier muss man gucken. Wir haben tief, leicht tieferes Tief. Seitwärtsbewegung, starkes Zeichen. Kann man die kleinen untergradigen Tiefs kann man kaufen. Ausbruch nach oben. Wäre dann ebenfalls wieder kaufenswert. Mit Ziel 77 bis 80, maximal 88 nach oben. Vielleicht sehen wir sogar nochmal hier einen Rücksetzer in dem Bereich 56 bis 58. Dann BB, BlackBerry to the Moon. Also hier, Tiefs, leicht tiefere Tiefs, to the Moon. Ja, also das sind Zeichen einer Bodenbildung. Jetzt aber auch, wir sind von 59 auf 12, geht. Wir sehen erstmal eine Korrektur, kann ich mir gut vorstellen, dass wir in Richtung 10,50 bis 10,80 ungefähr die Korrektur sehen und dann durchaus weiter oder nochmal to the moon. Da ist ein bisschen schwierig hier nach oben. 13,50 ist nochmal markante Hürde. Ja. Dann iRobot. Oh, da müssen wir gerade mal auf Tagesbasis zurückschwenken. Also, iRobot. Bodenbildung möglich auf aktuellem Niveau. Wir haben das müssen wir mal rausnehmen. Bodenbildung auf dem aktuellen Niveau möglich. Wollen wir mal kurz gucken. Ja, Bodenbildung hier möglich. Vielleicht laufen wir noch bis 77,5. Dann wieder hoch bis 105, bis 110. Da wird es eng, da wird es schwierig. Aber iRobot, gar nicht so uninteressant. Ich nehme es mir mal mit auf die Liste. Aber immer große Gaps. Vorsicht, ne? Wenn Quartalszahlen kommen, dann ist Vorsicht geboten wegen großer Gaps. Dann. Danke fürs BlackBerry-Kürzel. Steinhoff hat jetzt hier, Achtung, jetzt pünktlich, Steinhoff hat jetzt um 10 Uhr Gerichtsverhandlungen in Amsterdam und Montag auch noch weitere wichtige Entscheidungen bezüglich Aktionäre. Na komm, da gucken wir doch nochmal eben auf die Steinhoff. Was haben wir für ein Kürzel? Ich weiß nicht. Also, seid da vorsichtig. Seid da einfach vorsichtig. So.
Hier, wer da was macht. Ach, guck mal, ne? Guck da. 14%. Hier ist 24. Also, wenn da irgendwelche Entscheidungen kommen, man kann eigentlich fast nur mit Limit arbeiten. Wenn man drin ist, würde ich fast hier einen ersten Teilverkauf vornehmen. Dann legt noch ein Limit hoch auf 2, auf 39,41, also 0,9341. Da noch, vielleicht gibt es ja mal irgendwie so einen Ausraster nach oben, dass die Leute völlig durchdrehen. Aber es kann auch schnell nach unten gehen. Und bei solchen Sachen, ne, wenn dann irgendwas Negatives kommt, und wir sind ja jetzt von 10 auf 23 in den letzten Tagen schon gestiegen, und alle, die hier oben gekauft haben, wenn jetzt was Negatives kommt und die dann raus wollen, vielleicht liegen da sogar Stops, dann kann es sein, das Orderbuch ist dann leer gefegt. Ihr müsst euch das wirklich immer so vorstellen. Da ist tatsächlich hier ein Buch. Ah, ich habe jetzt gerade ein Buch, da stehen alle Käufe drin, alle Verkäufe, bam, bam. So, und wenn dann eine schlechte Nachricht kommt und alle Käufer löschen ihre Orders aus dem Orderbuch raus, na, dann fällt der Kurs halt schnell nach unten, weil es ist halt kein Käufer da. Und alle wollen raus, aber es ist keiner da, der die Aktie haben will. Und deswegen fällt der Kurs so stark. Es ist ja nicht so, dass man, ne, auf jedem einzelnen Cent, dass da überall Aktien liegen müssen. Wir können uns mal, ich habe, glaube ich, hier das Orderbuch für, ja, hier liegen 50.000, da liegen 20.000, aber, ne, ist ja nichts wert. So, und dann kann es mal sein, dass die einfach bam rausgehen und dann. Ich habe leider kein Level 2 hier, dann könnte man das näher sehen. Aber kann auch sein, dass dann einfach mal nichts da ist. Deswegen Vorsicht. Aber danke für den Hinweis. Was hältst du von IQ? Also, als nächstes. IQ. IQ, gucken wir uns an. Dann nächste Frage. Lieber Experte, hätte gerne eine Einschätzung zu Neon. Sag doch Mario. Oder, aber lieber Experte, da fühle ich mich fast verarscht. Das ist bestimmt nett gemeint. Neon. So. Lieber Experte. Habe ich auch noch nicht gehört. Danke. Mit Leib und Seele. Experte. So, Neon. Gucken wir uns an. Siltronic. Ah, hier. Siltronic ist Preis eingefroren wegen Übernahme von Koreanern. Ja, habe ich gedacht, das sieht so aus wie irgendwie eine Übernahme. Vielen Dank für den Hinweis. Perfekt. Dann Dollar Tree. DLTR ist es, glaube ich. Genau. Dollar Tree gucken wir uns an. Softbank. Softbank. RIP. Dann als nächstes AYR Wellness. Bin ich gespannt. AYR Wellness. Gucken wir uns in Kanada an. So, zuerst IQ. Oh. Oh, ah. Ist es was Chinesisches? IQ, IYI, das sieht so. Das ist bestimmt was Chinesisches. Achtung! Also, bin ich. Vorsicht! Wir haben so eine lange, also in Anführungsstrichen. Ja, doch, na, wir haben eine lange Seitwärtsbewegung. Es war einmal ein Käufer zwischen 14 und 16, der ist weg. Und jetzt ist Verkaufsdruck. Wir sehen momentan so den Hauch von, aber das ist eher aus Elliott-Wellensicht auch Moment, also so wie man es jetzt, das, ja, könnte eine 1, ist es fünffällig? Ne, es sieht noch nicht mal so richtig fünffällig. 1, 2, 3. Ich gehe eher, also hier muss man sich. Bodenbildung ist es für mich noch nicht. Wenn, dann muss man gucken, wenn nochmal 8 angelaufen wird und so ein leicht tieferes Tief gemacht wird. Ah, sowas, ne? Das wird dann spannend. Auf aktuellem Niveau ist mir zu heiß. 8 und hier, 14, da oben wird es schwierig. Dann Neon. Oh, die habe ich mir sogar schon mal irgendwann angeguckt. Neon. Müssen wir ein bisschen anpassen. Oh, breite Unterstützung. Hier, die müssen wir ein bisschen anpassen. Brums hier. 31 bis 33 ist Unterstützung, 38 bis 39 ist Widerstand. Dazwischen ist, ne, hoch, runter, hoch, runter. Sieht schon so ein Stück weit erschöpfend aus. Ich sehe die Neo, wie spricht man es aus? Eher nochmal in Richtung 33 laufen. Da wird es aber spannend. Auge draufhalten, da wird sie spannend. Dollar Tree. Oh, hier auch. Ne? Achtung, immer große Gaps. Quartalszahlen gleich große Gaps.
kann man auch drauf spekulieren, aber ne, guck mal hier, hier hätte ich ja eher gedacht, Mensch, da sind wir aus der Seitwärts, boah, nee, da geht es vielleicht nach oben, obwohl es hier Gap-Widerstand. Wenn man dann irgendwie, man kauft hier bei 106 und legt einen Stop bei 102 und dann wirst du auf mal bei, vielleicht bei 96 oder so ausgeführt, oh, das tut richtig weh im Depot, deswegen halte ich mich bei sowas zurück. So, dann jetzt hier, oh, es ist so schwierig. Also es kann gut sein, Dollar Tree, das war eine schnelle Bewegung bis 98. Hier ist massiver Widerstand. Da erwarte ich erneut eine Abwärtsbewegung, die durchaus irgendwie mal in Richtung 84 bis 86 folgen kann. Und da wird die Dollar Tree aber schon wieder spannend. Next one ist Softbank. Die Abwärtsbewegung ist brutal. Wenn man sich langfristig engagieren will, ist eigentlich das aktuelle Niveau ein ganz guter, ein gutes Niveau, wenn wir uns so angucken. Also langfristige Position kann man in der Softbank genau jetzt aufbauen. Wirklich langfristige Position. Ne? Kaufen, hinlegen, nicht mehr drauf gucken. Kurzfristig abverkauft, Softbank. So, Punkt, Ende. Wenn man aber nicht so ewig ausgerichtet ist, dann muss man auf jeden Fall mit dem Stop arbeiten. 1000 Yen tiefer. Aira Wellness. Aira Wellness. ABC. Also, was darf jetzt nicht passieren? Wir dürfen nicht arg viel weiter fallen. Leicht tiefere Tiefs mit Schatten unten. Sowas hier. Das ist okay. Ansonsten müssen wir uns nochmal darauf einstellen, dass es einfach noch eine Etage tiefer geht. Bis 20 vielleicht. Schwierig. Schwierig. Jetzt muss man wirklich hier Lupe gucken in den nächsten Tagen. Wenn es da weiter Verkaufsdruck gibt, abwarten. Wenn man sie hat, kann noch ein bisschen fallen. Ja, obwohl, war hier schön dynamisch, aber schwierig, schwierig, sorry. So, dann, was haben wir noch? Quantafuel, gucken wir uns an. So, also. Ah, danke, da kommt der Spotpreis von Uran noch, vielen Dank. Quantanamera, Quantafuel, habe ich mir, glaube ich, auch noch nie angeguckt. Dann, UX... Merci. Ah, Uranium Future können wir uns sogar angucken. Perfekt. Gucken, wie ist der vom... Ah, da so wenig Volumen. Ich gucke mal noch, ob es das vielleicht irgendwie als CFD oder sowas gibt. Nee, finde ich leider nicht. Ja, das ist immer ein bisschen doof. Da habe ich hier nicht so... Ich habe zwar die Live-Daten von die Future-Live-Daten, aber wird mir nichts Gutes angezeigt. Ah, hier, Hut ab, Hut 8, Hut 8, halbwegs ökologischer Bitcoin-Miner aus Kanada. Vielen Dank, wunderbar. Tui als nächstes. Tui, gucken wir uns an. Dann AK Carbon. Aker Carbon. Dann, was haben wir noch? BA, die Boeing. Dann Paradox Interactive. Paradox Interactive. Gab gestern 15% ab nach CEO-Wechsel. Bitte besprechen, danke. Oh, ja. Gucken wir uns das gleich mal an. Also, zuerst Quantafuel. Also, was wir hier jetzt sehen wollen, es kann neue Tiefs geben. Tief, leicht tiefere Tiefs, schon mal ein gutes Zeichen. Verkaufsdruck ist wahrscheinlich weg. Zahlen spielen keine Rolle. Worauf ihr jetzt achten müsst, wenn wir nochmal, wir brauchen ein neues Tief. Und wenn hier wieder Schatten unten kommen, dann könnt ihr von Quantafuel kaufen. Ich nehme sie mir mal mit auf die Liste. Einfach mal zum Sehen. So, Uranium. Brrrt.
der Uran Future sehen wir hier. Ich weiß, die Daten sind na, quasi miserabel. Wir stoßen an einen. Ach, das ist. Also, hier über 35 sind wir schnell bei 45. Das muss ich sagen, gefällt mir eigentlich eher gar nicht so gut. Das ist eher so korrektiv nach oben. Aber ne, die Datenlage ist mehr als dünn. Sorry, da habe ich leider, kann ich leider nichts auf Anhieb mit nichts anderem dienen. Tui. Ach, ne, so richtig, der Burner ist es auch nicht. Tui, Rücksetzer, 250 könnte einen Boden bilden. Wir sind ihr. Tui, Leute, ne, ich tue mich total schwer mit Tui. Solche Aktien ist schwer. 2,50 ist kaufenswert. Stop-Loss knapp drunter. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sorry, Tui. Gibt es da Entspannung? Ach, sieht nicht so richtig danach aus. Also kann sein, wir haben hier bei, was ist es, bei 3,50 aufgesetzt, Gegenbewegung aufgesetzt. Kaum Gegenbewegung. Wenn die 3,50 bricht, sind wir schnell bei 2,50. Muss ich leider einfach so hart sagen. Dann als nächstes Anker Carbon. So, da müssen wir mal gerade auf Stundenbasis gucken. Da haben wir noch nicht so viel Historie. Achtung, wir sind am Allzeithoch. Aber wir halten uns schon eine geraume Zeit am Allzeithoch auf. Und das spricht dafür, dass das der Widerstand, das Allzeithoch überwunden wird und dass wir bald vielleicht sogar eine Explosion nach oben sehen. Anker Carbon, ganz interessant, ich setze sie mir auch mal auf die Liste, auch wenn ich so Euronext im Oslo im Swing Trading nicht so gerne handel, aber gute Chance, wirklich, wenn du engagiert bist oder sie, drinbleiben, wenn du nicht engagiert bist, sie kaufen. Ja, hier, Leute, ist echt spannend. AK Carbon. Spannende Geschichte. Vielen Dank. Wer hat mir das geschrieben hier? Jetzt muss ich mal gucken. Sebastian Kühn. Vielen Dank. So, Boeing als nächstes. Oh, die Boeing ist auch schwierig. Na, guck mal hier. Insgesamt müssen wir sagen, das ist eine Seitwärtsbewegung. Jetzt gucken wir mal kurzfristig rein. Also, warte mal. Wir müssen zuerst mal auf Tagesbasis gehen. Hier, das ist so korrektiv nach oben, spätestens bei 300, 320. Da wird es richtig eng für Boeing. Jetzt gucken wir kurzfristig. Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurzfristig an. Hier, es gab einen Widerstand bei 222, 223 Dollar. Bam, 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 bam. Der wurde zuletzt leicht überschritten. Die Käufer haben ordentlich Gas gegeben. Haben es aber nicht geschafft. Ich sehe TUI eher bei 215 wieder. Also TUI ist so schwierig. Eher nochmal drauf einstellen im Bereich 200. 192 bis 204. Da könnte es, da ist spannend. TUI, ach TUI, Boeing. Auf aktuellem Niveau schwierig. Paradox Interactive. Ah, ja. Müssen wir hier mal. Können wir nichts mehr sehen. Oh, hier ist auch heftig schwierig. Volumenunterstützung 144 Schwedenkronen wurde nicht ganz erreicht. Aber wir müssen mal auf Tagesbasis gehen. So. Starke Bewegung, was auch immer da war. Zahlen waren es nicht. Ach so, warte mal, du hast sie geschrieben. Boeing, ne? Ach, nicht Boeing. Paradox Interactive CEO-Wechsel. Ach, danke. Ja. Da scheint sich die Aktionärsgemeinschaft drüber zu freuen. Nächstes Ziel wäre dann 220, 230. Und wenn es weiter dynamisch geht, also na, jetzt wirklich wieder, jetzt nicht na, hier 10% nach oben, sondern einfach zügig weiter aufwärts, dann kann man die Position halten. Dann erwarte ich zwar hier eine Gegenbewegung, die wird aber wahrscheinlich flach ausfallen. Und dann gibt es den nächsten Schub nach oben. Und dann ist das Ziel bei 270. Und dann kann man durchaus schon mal über eine Teilgewinnmitnahme nachdenken, weil hier oben erwarte ich dann eher einen etwas größeren Rücksetzer. Und vielleicht erreichen wir sogar noch 300 bis 320. Jetzt gucken wir uns die. So,
Wir gucken uns jetzt noch. Was gucken wir uns noch an? Zoom-Line, die produzieren Baumaschinen. Ah, super, wunderbar. Danke für den Hinweis. Wir gucken uns BlackBerry, hat man, ja, gerne. Weave Systems, Kürzel VEE, danke. VEE. Da habe ich ein E zu viel, ne? Weaver Systems. Weaver Systems. Geht auch to the moon, weil ich gestern gekauft habe. Sehr geil. CHS Chicos. Habe ich mir zuletzt auch mal angeguckt. Turmalina Metals. Turmalina Metals müssen wir uns in Kanada angucken. Dann Deutsche Rohstoff. DRO. DR0 muss es sein. Denn wenn ihr bei so Kürzeln, O's gibt es nicht. Es gibt nur Nullen. Auch in Wertpapierkennnummern oder in der ISIN. Es gibt nie ein O, es gibt nur Nullen. NKWIS. Hey Mario, bist du eigentlich als Trader Privatier? Was ist der Trader eigentlich? Arbeitstechnisch. Ja, was ist Privatier? Also ja, vielleicht bin ich Privatier, weil ich die Freiheit genieße, das machen zu können, was ich gerne mache, einfach. Ansonsten, ja, gibt es eine genaue Definition von Privatier? Keine Ahnung, weiß nicht. Man kann es auf verschiedene Arten machen. Also man kann es tatsächlich rein so als privat oder man setzt es irgendwie mal professioneller auf mit irgendwie einer GmbH oder so dahinter. Da gibt es verschiedene Sachen. Da guckt euch, wie heißen sie noch? Right Capital. RIDE Capital. Einfach mal googeln, sitzen in Berlin. Die haben da gute Informationen drüber. Schon wieder über eine Stunde sagenhafte Chartanalyse. Vielen Dank. Sehr geil. Fuck Fiat Money. Meines Wissens der einzige YouTube-Channel, der sowas bieten kann. Hey, ja, mega geil. Empfehlt mich gerne weiter bei euren Freunden, die vielleicht Bock drauf haben. Macht für mich gerne ein bisschen Guerilla-Taktik bei Kanälen, die richtig, also ne, die groß sind. Gerne mal schreiben, hey, der Strahlung ist cool. Oder irgendwie sowas. Dann gucken wir uns jetzt erstmal hier mal weiter im Text. Oh, Viva Systems. Habe ich da wirklich das? Wie war ich? Ja, ach, da müssen wir genau New York Stock Exchange. Ich war schon ein bisschen irritiert. Ich dachte, das ist doch kein deutsches Ding. So, hier. Oh, Gap nach unten mit Quartalzahlen. Ah, das ist immer. Also, jetzt haben wir erstmal ein fettes Gap. Kann sein, dass wir bis 330, also in Richtung Gap Close laufen. Dann wird es aber schon wieder echt schwierig. Hier, Viva Systems, spreche mich doch einfach nochmal irgendwie in 2 Wochen an oder so. Irgendwie mal einen Kommentar schreiben. Also, hier ist zwar Unterstützung, ABC, häufig wird aber nach so einem Gap kommt noch mal ein bisschen was hinterher. Oh, wir sind in der Range. Ah, das ist so schwierig, Mensch. Knifflige Aufgabe. Hier, Chicos FAS habe ich auch bei mir in der Gruppe mit angesprochen. Markantes Widerstandsniveau, mögliches Shortniveau. Und dann hat sich die Aktie aber lange Zeit, also ne, hier Monat, zwei, drei, am Widerstand aufgehalten. Muss man schwitzen, wenn man Short ist? Eigentlich eine optimale Voraussetzung für einen Ausbruch nach oben. Und jetzt kam nochmal der Abverkauf mit den Quartalszahlen. Deswegen handle ich vor Quartalszahlen so ungern. Also wenn ich sowas kaufe oder wenn ich sowas shorte und dann, ah, dann. Also. Jetzt haben wir uns von dem Niveau verabschiedet. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir nochmal Richtung 4 laufen. Und hier wird Chicos spannend. Also zum Einstieg, ich glaube noch ein bisschen zu früh, wenn es die nächsten Tage Schatten unten gibt, leicht tiefere Tiefs, okay. Aber ansonsten hier mal gucken. Dann Turmalina Metals. Oh, das Handelsvolumen ist nicht so sonderlich gering. Wenn man so guckt, Seitwärtsbewegung, wir sind jetzt nach unten ausgebrochen. Wenn sie es nicht zügig schafft, wieder über 80 kanadische Cent anzusteigen,
sieht es nicht so gut aus. Aber es ist total schwer, weil das Handelsvolumen niedrig ist. Sorry, da kann ich leider nicht so super viel zu sagen. Deutsche Rohstoff, Aufwärtstrend, bewegt sich seitwärts auf hohem Niveau. Also Verkäufer sind kaum da, Käufer krallen sich fest. Nächstes Ziel 2021. Dann Encarvis. Hier war mal Unterstützung, wurde leicht unterschritten. Jetzt nochmal leicht unterschritten, aber so richtig, der Verkaufsdruck ist auch nicht mehr da. Das nehmen wir mal jetzt hier auf das neue Niveau. Also, das ist so schwer. Encarvis. Seitwärtsbewegung auf niedrigem Niveau. Ja, keine Verkäufer sind da. Ja, aber es sind auch keine Käufer da. Deswegen, wir gucken mal kurz auf Stundenbasis. So, und dann, also, es ist so schwer. Fällt Encarvis unter 1470 oder so, 1460 hier unter diese Tiefs, dann müssen wir damit rechnen, dass es nochmal einen Schwenk nach unten gibt. Steigt sie über 1650, dann haben wir die Chance, dass es, und wenn sie ansteigt, dann muss man mal gucken und abwarten. Wenn sie ordentlich Gas gibt, ist es gut, dann kann man halten. Wenn sie aber sich schwer tut, schon hier bei 1680 bis 17, dann einfach wieder verkaufen, dann ist es einfach nur eine breite Range, die sich ein bisschen erweitert. Wenn sie aber Gas gibt, dann kannst du auch schnell bis 19 laufen. So. Jetzt müssen wir mal gerade einen Schluck trinken. Also, jetzt gucken wir uns noch. Und hiermit ist beendet. Bitte keine weiteren Sachen mehr reinschreiben. Ich gucke es mir nicht mehr an. Wir gucken das mal beim nächsten Mal. GoPro gucken wir uns an. EON gucken wir uns an. Biogen gucken wir uns an. Parrot gucken wir uns an. Beim Erichsen werde ich was reinschreiben. Der ist ja eher für langfristig. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Gerhard. Albemarle, ABX, ABX ist Barrick, ALB, genau, Albemarle ist ALB und NXP Semiconductor, NXPI, genau, danke. So, die gucken wir uns an und dann zum guten Schluss noch. Auf was kann man sich bei dir in der Academy freuen? Ja. Auf Praxis. So. GoPro. Kurzer Blick auf Tagesbasis. GoPro schwierig, aber mögliche Bodenbildung. Also, was brauchen wir in der GoPro? Nochmal ein neues Tief. Wir brauchen ein neues Tief unter 9,63. Und dann Schatten unten. Könnte man was probieren. Finde ich aber, GoPro ist schwierig. GoPro, das, was ich gerade gesagt habe. Mehr sage ich nicht. Achtung, hier, E.ON. Ein Short. E.ON, Achtung, sehe ich nochmal Richtung 10,75 laufen. Sollte sich die E.ON in den nächsten zwei Wochen auf hohem Niveau seitwärts bewegen, würde ich Short-Position schließen, dann gibt es eine Aufwärtsbewegung. Aber hier, 10,75, das ist so mein nächstes Ziel. Biogen ist auch so ein Titel, den ich nicht handle. Also im Swing Trading, weil ja, bam, diese Kerze, das ist ja unhandelbar, kommt immer mal wieder vor und das nicht bei Quartalzahlen. Also es ist nicht planbar, das ist schwierig für mich. Hier, bam, 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 so Schleichfahrt nach oben, nie ein gutes Zeichen. Jetzt stellt euch auf Kurse unter 320 ein. Wenn da wieder Schatten kommen, ich finde die total schwer. Biogen, sorry, ich kann da nichts Vernünftiges zu sagen. Parrot. Unterstützung wurde relativ dynamisch abverkauft. Jetzt null Bewegung. Ne? Was ist denn da los, Parrot? 94 bis 5, bis 5, 10.
20 Cent Bewegung in den letzten Tagen. Oh. Alles möglich. Tendenz eher nochmal ein Schwenk abwärts Richtung 4,25. Albemarle, Dividendenaristokrat. Achtung, bekommt ein bisschen Probleme nach oben. Wir sind auch ordentlich gelaufen. Dynamik nach oben. Korrektur, leicht höheres Hoch. Albemarle sieht eher momentan nach so ein bisschen Seitwärtsbewegung bzw. Bogenlampe abkippen. 210, 240 Seitwärtsbewegung. Interessantes Niveau um 190 US-Dollar. Albemarle ist auch so ein langfristig interessantes Ding, ja, als Dividendenaristokrat. NXP Semiconductors. Oh, da, ja, genau. Hat's hier, guck mich an. Auch das passiert. Ich wurde ziemlich genau eingestoppt, am Hoch gekauft und fast am Tief ausgestoppt. Fuck. Auch das passiert. Das ist aber auch nicht schlimm, denn es ist nur ein Trade von vielen und von daher, so what, macht nichts. Aber das Problem, beziehungsweise Learning hier raus, wir hatten hier einen Widerstand, eine schöne Seitwärtsbewegung, das verspricht eigentlich Dynamik nach oben, ist nicht gekommen. Und dann hier so zim, zim, das Ding können wir rauslöschen. Und insgesamt, Dynamik nach oben, oh, Dynamik nach unten, insgesamt NXP lege ich erstmal zur Seite, gucke ich mir vielleicht Ende des Jahres nochmal an, wenn die Lage etwas klarer ist. Kann ich nichts mehr zu sagen. NXP, alles ist möglich. Würfel rausholen. Drrrt, und dann haben wir die Antwort. Ich weiß es einfach nicht. So, und jetzt noch. Auf was kann man sich bei dir in der Academy freuen? Lernvideos, Seminare etc. Oder wie kann man sich das vorstellen? Liebe Grüße vom Bodensee. Ach, Bodensee, sehr geil. War ich jetzt auch in Bregenz, Bregenzer Festspiele. Traum. Lindau natürlich auch sehr schön, wohnen Freunde und ich war dann aber später wandern in Österreich und das war einfach wunderbar. In Damüls, sehr schön, klein, hohe Berge, richtig toll. So, was kann man bei mir lernen? Bei mir geht es um die Praxis. Also, man kann sich viel angucken. Videos auf YouTube. Man kann viel lesen. Man kann sich selber schon mal eine Menge beibringen. Aber am Ende des Tages ist es doch so, dass man am meisten mitnehmen kann, am meisten lernen kann, wenn man es tatsächlich direkt in der Praxis umsetzt. Im Hier und Jetzt. Und genau das mache ich in der Steinrückenakademie. Darauf könnt ihr euch einstellen. Darauf könnt ihr euch freuen. Es gibt natürlich auch Theorie. Ganz klare Sache. Sehr kompakt, das, worauf es ankommt, mehr nicht, kein Blabla, sondern nur reines Faktenwissen auf den Punkt gebracht, dann gibt es das Ganze in der Praxis. Ich mache zwei Webinare mit meinen Kunden. Zuletzt war, also angefangen habe ich mit einem Webinar, läuft aber mega gut, super spannend und da haben wir gesagt, wir teilen das jetzt ein bisschen auf zwei Webinare, dass wir die auf der einen Seite die Theorie besprechen anhand aktueller Praxisbeispiele, auf der anderen Seite Trading-Ideen, aktuelle Trading-Ideen suchen. Wie findet man eigentlich Aktien? Wo steigt man ein? Wo steigt man wieder aus? Wie erkennt man, wann ein Trend startet? Wie erkennt man, wann ein Trend endet? Im Grunde ist es bei mir so, es gibt eine Schritt-für-Schritt-Schablone, an der man sich entlang hangeln kann. Man guckt sich an, man startet mit einer Analyse, Unterstützung, Widerstände. Dann gucken wir uns an, wo ist momentan der Trend? Wo ist die Wahrscheinlichkeit auf den nächsten guten Trade? Und man geht das Schritt für Schritt durch. Am Ende ist im Grunde Strich drunter und man hat eine klare Ansage. In der aktuellen Marktphase können wir Strategie X, Y oder Z anwenden und genau das machen wir, und zwar in der Praxis. Ich bin mit allen meinen Kunden per WhatsApp verbunden, so dass man mir immer Fragen stellen kann. Ich habe eine Gruppe, wo sich alle untereinander austauschen können, wo meine Kunden sind einfach mega. Da kommen auch immer viele Trading-Ideen, die ich dann auch mit bespreche. Und es ist einfach wunderbar. Und dann habe ich noch eine Gruppe, wo ich dann rein meine Trading-Ideen reinposte, wo wir dann die Trades tatsächlich auch nachvollziehen. Also wir gehen erstmal unser Schritt-für-Schritt-Dingen durch und dann bestimmen wir,
hier ist der Einstieg, da ist der Stop-Loss. Mögliches Kursziel gibt es auch, beziehungsweise abhängig von der Strategie. Manchmal gucken wir auch einfach, müssen wir schauen, wie weit läuft der Markt. Dann kommt, wann Trends enden ins Spiel, steigen wir wieder aus. Und das Ziel an der ganzen Sache ist, dass wir unser eingegangenes Risiko möglichst häufig verdienen. Und dann kann man nachher, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, mit Risiko und Money Management, kann man entweder ein kleineres Konto groß handeln oder ein großes Konto noch größer handeln oder einfach ein großes Konto mit geringem Risiko eine schöne Inflationsschutzrendite erzielen. Und ja, es ist kein passives Einkommen, sondern es ist viel geiler. Es ist nämlich aktives Einkommen. Und das ist es, was ich mache. Und jetzt wünsche ich euch 1,5 Stunden. Sind wir dabei? Gebt mir ein Like, gebt mir ein Abo, lasst euer Abo da, schreibt mir gerne einen Kommentar und vor allen Dingen macht ein bisschen Guerilla-Marketing für mich, schreibt bei anderen guten Leuten, die große Kanäle haben. Ihr guckt euch mal den Steinrücken an. Und wenn ihr Bock auf die Steinrückenakademie habt, steinrückenakademie.de, tragt euch für ein Gespräch ein und dann quatschen wir mal. Nächste Woche, genau, da kam noch eine Frage. Hier, DAX wird hier umgestellt. Von DAX 30 auf DAX 40 werde ich in der nächsten Woche ein Video zu aufnehmen. Da gucken wir uns mal die besten Aktien, also die 10 besten Aktien an. Und das war's von meiner Seite. Euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bleibt mir gesund und bleibt mir treu.